Guck mal, liebe Freunde, ich zeige euch mal, wo ein Freund von mir wohnt. Tierbiss steht drauf. Das ist echt der absolute Hammer. So, jetzt fahren wir hier schön. Augenblick, muss das mal. Dann steht hier alles auf Stativ. Ne? Also, wenn das ein bisschen wackelig ist, dann war das da raus. Hier ist nur schön. Ich weiß nicht, ob hier schon Sonsberger Schweiz ist. Aber es ist schon viel Natur hier. Das sind von hier aus nach Krefeld 60 Kilometer oder 70. Aber da geradeaus, das ist hier dann cool. Das ist das größte Radarsystem, glaube ich, von Deutschland. Ja, das mit Abschnitten. Da ist der NATO-Stützpunkt nämlich. Ich mache jetzt mal aus, kurz, bevor das dauert, nämlich noch 2 Sekunden, bevor ich in der Hauptschlagader bin. Weil was ihr da seht, das will ich später auch mal machen. Also wir, unsere Familie, einfach leben in einer Holzhütte. Mehr nicht. Total anspruchslos. Absolut mega. So, und ich mach mal kurz aus hier. Ich komme gleich wieder. Bis dann. Tschüssi. Kann man jetzt schon ein bisschen enger werden hier, weil die Landstraßen sind nicht so breit hier, aber guck mal hier, überall grün um mich rum. Hier habe ich richtig geilen Heustück, wo ich keine Tabletten esse. Jetzt ist das nämlich hier ganz schön knapp hier mit der Kurve. Ich bin mal weg kurz, bis gleich. Kommen wir hier mitten in den Dschungel rein. Hier sollte man wirklich sich an die Geschwindigkeit halten. Ich bin auch froh, dass ich E-Wagenfahrer bin, weil das tue ich hier der Natur nicht weh. Und wackelt hier zwar ein bisschen, hier ist ein schöner Schotterweg. Aber hier meckert keiner, weil das so ist, wie es ist und fertig. Ihr werdet gleich, ich falle einfach mal drauf. Ich will hoffen, dass die nicht meckern, weil es ist eigentlich Privatgelände. Aber wenn man Daumen zuckt und wenn er filmen will, dann habe ich da keine Kontrolle drüber. Hier bist du eben halt überall voll im Dschungel, egal wo. Da hinten kommt jetzt die Wohngegend, da stehen nur Holzhäuser, kleine Häuser, so mit 30, 40 Quadratmetern. Glasfaser wird auch gelegt, nur mal so, also bist jetzt nicht abgeschnitten von der Welt, was Internet angeht. So, da vorne seht ihr einen roten, sieht aus wie eine rote Telefonzelle, das ist der Büchertauschschrank. Da kommen Bücher umsonst rein, die kann man sich dann umsonst mitnehmen. So, oh, das ist hier. Und das ist es hier. Mega, ne? Hier stehen überall. Das sind hier die Fahrdinger. Überall, da ist noch nicht alles voll hier, aber hier links seht ihr das. Ich gehe mal rüber. Hier rechts, überall. Überall schicki, 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 schicki. Mega. Und ja, jetzt muss ich mal hier über die. Bam! Das sind diese Geschwindigkeitsreduzierungsdinger. Ja, hier sind überall schön und das ist absolut ruhig hier. Ne? Hier ist nichts. Hier hörst du die Ameisen nachts auf dem Weg krabbeln. Mega. Ist schön hier. Ne? Tschüssi. Ich wollte euch mal die Resthütten zeigen. Die sind doch echt absolut genial. Und da vorne die Holzhütten. So, ich zeige euch doch mal die Rausfahrt hier. Ah, ein bisschen hier. Gang rein tun. Ja, seht das mal von einer anderen Perspektive aus. Das ist doch wohl chillend ohne Ende hier, ne? Immer nur vom Feinsten. Kommt wieder so eine Rampe hier, Mann. Und das auf jetzt. Und es ist absolut easy hier, wirklich. Höchstes Niveau, was Boden angeht. Aber mit ganz niedrigem Anspruch, obwohl ja die Hütten sind ja richtig nett hier, würde ich sagen. Ne? So, jetzt zeige ich euch mal, wie man wieder rausfährt hier. Ich habe Gott sei Dank Federn hier drin. Ey. Ja, auch ein Elektroauto hat Federn. Boah. So, jetzt fahren wir wieder in den Dschungel rein, wie sich das gehört. Es kriegt gleich Petze bestimmt heute irgendwie einen Anruf. Sie haben hier telefoniert, ein Nachbar hat sie gesehen. Haha, sind wir da mitten in den Dschungel rein. Und das Schöne ist hier, ich fahre gleich hier mit euch mal andere Seite. Da kommt noch so eine Riesenanlage. Da ist aber. Dann gehst du kurz hier knapp rechts rüber und dann bist du da. Da ist mit riesen Seenanlagen und so. Ein Bekannter wollte uns das in Kamp Lindford anbieten, aber wirklich prachtvoll, nur vom Feinsten, mit einem Königshofer-Turm. Der hat einen Turm im Garten stehen, echt so irgendwie 7-8 Meter hoch, ne? Nur mit Königshofer drin, mega. Hör mal, da gehst du ran, hast die Fässer drin stehen, alle möglichen Biersorten. Alles schön aufgestapelt, die Fässer, die man hat. Ich weiß nicht, ob der ein Rollsystem hat oder keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, aber auch mega. Wenn du da von draußen reinkommst, mit, das ist alles Glas außenrum und so, ne? Hör mal, wenn du das siehst, überall nur Königs. Das ist Werbung, meine Freunde. Das und nichts anderes. Ups,
Ja, ich fahre ein bisschen schnell, zu schnell eigentlich. Hier fährt man normal so 20 lang. Hier meckert auch keiner wegen den 20. Ne? Ich zeige euch jetzt gleich die Anlage. Da ist aber langsam vorbei hier und wird das alles wieder viel zu lang. Ja? Ihr seht aber dann hier, wie schön man hier wieder mitten nach ist. Halt. Hier hätte ich wirklich voll Heuschnupfen. Aber meine Dingens-Tabletten, die schaffen das ja. Es ist richtig nett hier, absolut ruhig. Du bist ja nicht weit weg von da, wo was los ist. Ich könnte zum Beispiel zum Oktoberfest nach Zanken, könnte ich zu Fuß gehen. Hammer, quer über den Acker hier. Wäre so Acker erkundet. Und da vorne rechts seht ihr schon ein Schild. Da ist ein Schild. Und da hier, da rechts da in dem Waldgebiet, seht ihr hier, da seht ihr das Schild. Und da ist die nächste Anlage. Lohnt sich wirklich. So, ich mache jetzt hier aus. Augenblick. Ich bin am Auto vorbeigekommen. Gott sei Dank. Und das geht hier weiter so. Bis dann. Jetzt ist aber Schluss hier. Tschüss. Hört mal, liebe Freunde. Was ich da sagen wollte. Hier gibt es auch Kameras auf dem Land. Ne? Letztens bin ich hier lang gefahren. Immer, ich bin so ein Dulli. Ne? Hör mal, da habe ich noch gesagt vorher. Pass auf, ey, hier sind Kameras irgendwo. Ne? Weil die Landstraßen sehen jetzt ziemlich gleich aus. Da muss man es höher halten. Die kann man mit Stativ hochfahren hier. Ne? Immer, die sehen so gleich aus, glaubst du nicht. Ne? Und zack, da links kommt die, da links, dieses Drecksack. Ne? Hör mal, ich knall da voll durch. Voll durch. Ich habe vorher mir gesagt, hör mal, pass auf, Kamera. Beide Richtungen auch. Ne? Ey, knallhart sind die hier. Ne? Und ich denke, ey, boah. Hör mal, da fährst du langsam. Ne? Danach fährst du echt langsam. Ne? Und da bist du erstmal beruhigt, weil wegen Knolle kommt ja. Führerschein vielleicht weg. Ich bin da volle Kanne durchgeknallt. Ne? Voll hier auf dem Land, ist mittendrin auf dem Land und eine scheiß Kamera steht da rum. Ich falle es nicht immer. Und ey, ich war nur noch, ey, boah, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich war so sauer auf mich und alles hier. Und ich denke, jetzt hast du den Führerschein weg. Du kannst einen Job an den Nagel hängen, alles, ey, boah, Hammer. Ne? Und das Ding hat nicht funktioniert scheinbar. Weil, das ist so vor 3-4 Monaten passiert, ich habe seitdem keine einzige Knolle bekommen. Genial, ne? Nix. Gar nichts. Ich war so happy. Ich warte zwar immer noch, aber jetzt wird wohl nichts mehr kommen, weil ey, 3 Monate später geht nicht. Ne? Ja, hier fahren sie auf Fahrrad, hier vorne rechts, aber ich nicht, weil ich fahre Auto, muss auch arbeiten. So, jetzt ist mal Feierabend hier. Ey. Ich kann auch wieder normal fahren, weil ich werde keine Knolle mehr bekommen. Stimmt, ist der, gehe ich mal von aus. Tschüssi! Das Geniale ist, wir haben ja hier viel so Sachen, die wir auch Krefeld rum haben, wie gerade Willig. Und jetzt hier rechts, so gucken, rechts, da die fahren schon, Kastanienhof. Oh, es befeuert er demnächst, aber in Gladbach. Ha, Kastanien, ey, man, könnte ich auch mal Geburtstag feiern eigentlich. Holt euch alle rüber mit dem Bus hier und dann geht das los, ey. Ha, ha. So, jetzt bin ich aber weg hier, tschüssi. Aus, da wäre dann meine Stammkneipe, Old School, mega, ne. Aber was ich auch zeigen wollte, hier bei uns, eigentlich auch in Krefeld, habe ich hier schon gesehen, Elektrowagen von der Post, mega, ne? Richtig gut, klasse.